Energy Voices, das ist die Podcast-Serie von der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit einer Reportage aus dem Wallis. Karin Frey besucht den Mattmark-Staudamm, einen von diesen Dämmen, die man aufstocken will. Zusammen mit der Wasserexpertin Julia Brändli vom WWF, dem Kraftwerksleiter Philipp Ruffiner und dem Gemeinderat Fabian Zurbriggen aus Saas-Almagell redet sie über Wasserkraft und Konsequenzen für Mensch und Umwelt. Nächster Halt, Mattmark. Das Postauto hält direkt unterhalb des Staudamms. Darauf oben Leute, die über den Staudamm hier laufen. Gar nicht so riesig hoch. Man kommt wirklich unterhalb des Staudamms auf einem gewundenen Weg drauf. Und oben drauf kann man dann wandern. Und hinten runter, es bläst übrigens wie verrückt, sieht man dann den türkisch-blauen Stausee. Ein Stausee und ein Restaurant. Und sonst sieht man nichts. Keine Röhre, kein Abfluss, das läuft unterirdisch. Keine Turbine, kein Kraftwerk, das ist weit unten im Tal. Was ich sehe, ist ein Damm mit einem Haufen grossen Steinbrocken und meine Gäste. Grüezi miteinander. Hallo. Hallo. Tagwohl. Fabian Zurbriggen von der Gemeinde Saas-Almagell. Philipp Ruffiner, ich bin Betriebsleiter bei der Kraftwerk Mattmark. Julia Brändle, BWF Schweiz. Dort für Wasserkraftfragen zuständig. Sehr schön. Ich freue mich sehr auf unser Türli. Laufen wir miteinander zu dieser Staumauer auf. Ich bin gespannt auf die A's und O's. Also, das ist eines der beliebtesten Ausflugsziele hier im Tal. Jeder Gast kommt quasi mal auf die Mattmark, macht C-Umwanderung, 2 Stunden. Oder geht hinterher auf den Montemorenpass, zur Goldig Madonna oder im Berni Nitschi auf Maconia. Der Glacier Trail ist natürlich Richtung Britannia-Hütte. Etwas ganz Tolles. Wir haben hier den Halbmarathon und für die Biker ein super Gebiet. Natürlich die Pflanzen und Steine sind hier euch begehrenswert. Und nachher haben wir natürlich den Rosenwurz. Der Rosenwurz ist ein Pflänzchen, das sehr gut gegen Alzheimer ist, das hier noch mehr Kraft hat. Darum sagen sie schön, der Mattmark ist so eine Art Kraftort, wo man auftanken kann und kann die Natur geniessen. Da sind wir ja eigentlich schon fast mitten im Thema in Kräutchen gegen Alzheimer. Immer wunderschöne Steine und dann ein Kraftwerk. Ja, in der Schweiz nutzt man viele hochgelegene Täler für die Wasserkraftnutzung. So da, das ist einer der höchstgelegenen Stauseen, die wir haben. Das war ursprünglich damals alpine Schwemmebene. Das sind Arten von ganz grosser Biodiversität. Da lebt es, da kriecht es. Vor allem da entwickelt sich Leben ganz vom Beginn an. Da hat so einen See gehabt, früher schon, der ist aufgestaut worden. Damit hat man da natürlich den Wasserhaushalt im Tal relativ stark beeinträchtigt. Und schon wären wir mitten in der Diskussion. Aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück und inspizieren zuerst einmal das Bauwerk, wo eben nicht eine Staumauer, sondern ein Staudamm ist. Jetzt stehen wir mitten auf dem Staudamm. Da links von mir geht das Loch ab. Auf der hinteren Seite, also rechts von mir vom Damm, ist der Stausee. Ein riesiges Becken, das sich ins Tal hinterzieht. Mit so ganz milchigem, wir haben damals Gletschermilch gesagt. Genau, das ist das Wasser von einem Gletscher, umliegenden Gletscher. Und das ist natürlich typisch die Farbe. Die türkise Farbe ist durch Sediment, die schwebt im Wasser, wo dann das Licht, Sonnenlicht reflektiert. Und durch die Lichtbrechung gibt es die typische Farbe. Jetzt ist ja das hier der grösste Erddamm von Europa. Und ich bin jetzt eigentlich recht erstaunt, dass das ein Erddamm ist. Ja. Ich hätte jetzt ganz viel Beton erwartet. Der Damm an sich ist sehr ein sicheres Bauwerk. Es ist eines der Bauwerke, das am besten überwacht ist in der Schweiz. Und die Schweiz ist sowieso sehr stark bei der Überwachung von Talsperren. Da gibt es ein System, das international anerkannt ist. Und die Schweiz gilt auch als Vorbild bei der Staudammüberwachung. Das heisst, wir haben lokale Personal, die den Damm überwachen und vermessen. Wir haben externe Spezialisten, die beiziehen, die jährlich hier umfassende Messungen machen. Und alle 5 Jahre sind sogar noch die Experten, die vom Bundesamt für Energie herkommen und den Damm inspizieren und die Messresultate von uns ständig überwachen. Und der Damm hat natürlich den Vorteil zu einer Staumauer, dass er kein Beton hat und darum auch keine Alterung. Denn Beton kann ja altern durch chemische Reaktionen, was wir hier kein Problem haben. Also da können Sie nicht irgendwie Riss geben oder irgendetwas oder durch ein Umwetter alles wegspülen. Das ist safe. Das ist sicher.
Was wir genau überwachen, ist natürlich hier, wir sind ein Erdbebengebiet im Wallis. Nach jedem Erdbeben werden hier Kontrollen gemacht, ob sich irgendetwas gesetzt hat, verändert hat, ob es Risse gibt. Aber bis jetzt ist da alles stabil. Das ist nicht voll. Nein, es ist noch nicht voll. Also, das ist ein Saisonspeicher, das heisst, der wird eigentlich im Winter entleert. Ist im Frühjahr meistens ganz leer. Und dann wird der Sommer wieder aufgefüllt, sodass im September, Oktober dass der See voll ist. Oder? Jetzt haben wir dieses Jahr recht einen trockenen Sommer. Ist das jetzt normal oder hat es jetzt hier schon wenig Wasser? Nein, das ist ein normaler Füllungsgrad für die Jahreszeit. Also der See ist im Moment ca. zu 75% voll. Es fehlen dann noch 15 Meter bis zur Maximalquote. Man sieht hier hinten um das Oberläufbauwerk, wo der Betonriegel da ist, mit den Löchern. Und das ist so, dass auch das Ziel ist, dass man bis Ende Sommer, September, Oktober, da eigentlich den See voll hat, sodass man es über den Winter nutzen kann. Das ist ein wichtiger Speicher für Winterenergie, wo wir ja bekanntlich zu wenig haben. Das ist im Moment ein grosses Thema. Und darum gibt es hier ein Projekt, um den Damm noch zu erhöhen, für, dass man mehr kann speichern in Zukunft. Zukunft. Die ist auch für Touristen, die ich an diesem Tag auf dem Mattmarkdamm treffe, ein Thema. Vor allem die Klimaproblematik treibt sie um. Ich war vor 30 Jahren schon mal hier und wollte das einfach noch mal sehen. Und war ein wenig, was heißt entsetzt? Entsetzt ist so ein böses Wort, aber ja, es hat sich schon sehr verändert. Im Sinne von? Einfach, dass die Gletscher so wahnsinnig zurückgegangen sind. Ich war vor 30 Jahren auf dem Alalin, bin da hochspaziert. Jetzt kann man da im Prinzip als normaler Tourist nicht mehr hochgehen, nur noch als Alpinist. Also da ist schon viel Veränderung da. Das ist ja einer von diesen Stauseen bzw. Staudämmen, wo man sich überlegt, aufzustocken, für dass wir genug Energie haben. Mhm. Gute Idee? Gute Idee, ja. Warum nicht? Aufhören. Ja, aber stört es ja niemand. Von mir aus können sie das machen. Wichtig ist, dass wir genug Strom haben in Zukunft. Aha, wird die auch heute? Könnte. Das ist natürlich, könnte, ja. Das ist natürlich schon ein Eingriff in die Landschaft. Und solange man die naturschutzrelevante Fläche nicht berührt, geht's, würde ich sagen. Es ist einfach, es ist nicht optimal natürlich, aber ich glaube, es ist im Moment einfach das kleinste Übel. Also wir haben in Deutschland diesen Braunkohletagebau, der jetzt wegen dieser Ukraine-Krise wieder angeschmissen wird. Das ist so, also wenn man das mal gesehen hat, dann ist so ein Stausee jetzt für den Laien, ich bin Laien, also ich habe jetzt nichts beruflich damit zu tun, ist das einfach das deutlich kleinere Übel. Und ich hoffe einfach, dass das dann mit einer gewissen Rücksichtnahme gemacht wird. Wir waren im Juni in Obersachsen und wir haben uns da auch beschäftigt mit dieser Greina, die man ja mal fluten wollte. Also es gibt ja dann durchaus dort, wo es halt schon heftig wäre, Stimmen dagegen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da vertraue ich drauf, dass sich dann die Naturschützer dort, wo es notwendig ist, auch durchsetzen. Genau in die Richtung gehen die runden Tisch, wo die Betreiber und die Umweltverbände zusammensitzen. Man schaut, was soll geschützt werden und wo dass es verträglich ist, einen Damm oder eine Mauer höher zu machen. Die Gewässer in der ganzen Schweiz, also insgesamt, sagt Julia Brändli vom WWF, werden extrem genutzt. Und das hat Folgen. Es gibt über 1500 Wasserkraftanlagen in der Schweiz. Die entnehmen dann mindestens so viele Stellen Wasser aus dem Gewässer. Und deswegen führen viele unserer Bäche und Flüsse unterhalb gar kein Wasser oder viel zu wenig Wasser. Und ohne Wasser kein Leben. Dort, wo sie Wasser entnehmen und wo sie es zurückgeben, stehen im Normalfall auch Hindernisse, die zerstückeln den Lebensraum, die verhindern, dass zum Beispiel Fische zu ihrem Laichgebiet schwimmen können. Und dort, wo das Wasser zurückgewirrt im Bach, entsteht künstliche Flut und Ebbe. Wenn die Turbinen bei Speicheranlagen, wenn die Turbinen laufen, gibt es praktisch einen Tsunami bei der Rückgabe, die alles lebendige Insekten, Fisch wegschwemmt. Und wenn man die Turbinen wieder abstellt im Takt von der Stromproduktion, dann stranden zum Beispiel die Jungfische an der Kiesbank. Und das stört die Fortpflanzung von fast allen Lebewesen im Gewässer und deswegen können sich dann Populationen, Bestände, zum Beispiel von Fisch wie einer Äsche oder wie einer Seeforelle oder Forellen umhalten. Weil unsere Gewässer so zerstückelt worden sind, sind Wanderfischarten zum Beispiel speziell unter Druck. Fischarten wie ein Lachs, der ist überhaupt ganz ausgestorben. Und Arten wie Nase, Äscher oder Barbe, die können kaum mehr überleben. Die sind stark gefährdet. Seither haben ja die Umweltverbände geschafft. Es ist nicht einfach alles beim Gleichen geblieben. Es sind Bestrebungen da, die Situation für die Natur zu verbessern. Wie ist denn der Zustand gesamtschweizerisch jetzt?
Weil man aber gesehen hat, dass der Gewässer schlecht geht und zunehmend schlechter geht, hat es verschiedene Bestrebungen gegeben, auf gesetzlicher Ebene Verbesserungen zu erreichen. Einerseits hat man schon 1992 angemessene Restwassermengen ins Gesetz geschrieben. Da geht es darum, dass Gewässer wieder ausreichend Wasser erhalten, damit man Trinkwasser, Bewässerungswasser, aber auch genug Wasser für die Natur sicherstellen kann. Andererseits hat es 2011 nochmal Verbesserungen im Gewässerschutzgesetz gegeben. Man hat sich dafür entschieden, dass man Vernetzung wiederherstellen will, dass Fische wieder wandern sollen können, zum Beispiel zu ihrem Laichgebiet. Und dass man die Beeinträchtigung durch Schwalzung, das heißt durch die plötzliche Turbinierung von ganz viel Wasser und das Zurückfahren von der Turbine wieder im Gewässer, dass man die beseitigen soll. Und wie weit ist man dort? Bei den Sanierungen von 2011, also zur Sicherstellung von der Fischwanderung und bei Schwalzung, da steht man erst am Anfang. Das ist man erst, hat man erst ungefähr 5% von der Anlage saniert, aber man ist dran. Da spüren wir auch wirklich eine Bereitschaft von der Kraftwerk und der Kantone, da gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Bei angemessenen Restwassermengen, da hat man zwar für bestehende Anlagen so die minimalsten Mengen, die noch wirtschaftlich tragbar sind, in einem ersten Schritt mal saniert. Da ist man bei 95% von der Anlage durch. Da braucht es aber sicher noch einen zweiten Schritt, denn wenn die Konzessionen erneuert werden, dass man wirklich die Regelungen im Gesetz dann umsetzen kann. Jetzt sind wir auf über 2100 Meter. Auf was ist denn dort darauf abgekommen, dass es der Natur gut geht? Wir schauen da vor allem, was es für Lebensräume hat, was es für Arten hat im Gewässer, was die brauchen. Und dann macht man Abwägung mit der Energieproduktion. Jetzt hier im Mattmark, da sind wir sehr hoch. Das ist ein Gletscherbach, da sind wir am Rand vom Ausbreitungsgebiet, zum Beispiel für Fisch. Da haben es Forellen schon schwer, ganzjährig zu überleben. Und deswegen hat man dann noch gesehen, da können wir die ökologischen Anforderungen ein bisschen abschrauben. Also das heisst, es muss gar nicht so viel Restwasser haben? Genau, die Fassungen sind für die Energieproduktion sehr wichtig und man hat da einen Kompromiss gemacht und gesagt, die besonders viel Energie geben, die in den Staus reinlaufen, da belohnt man null Restwasser, wie es jetzt schon ist. Und man gibt an einer einzigen Fassung, das ist da die Feerfischbe, da zum Tourismus, da wird Canyoning gemacht, da gibt man ein bisschen Wasser, dass die Insekten vor allem überleben können und den Rest lässt man der Energieproduktion. Weil es andere Gewässer hat im Wallis, zum Beispiel Dron, wo es Wanderfisch hat, wo wir viel mehr Lebewesen haben, die vom Wasser abhängig sind und es ist wichtiger, dass man dort mehr Wasser gibt. Was den Gewässerschutz angeht, ist natürlich ein grosses Thema, wie Frau Brändli schon angesprochen hat. Die Restwassersanierung ist passiert hier bei der Kraftwerk Mattmark. Wir geben Restwasser ab, so wie das verfügt wurde von den Behörden. Und jetzt ist man dran, die sogenannte Schwalzunk-Probleme, das heisst die Variation von der Wassermenge, vom Wasserniveau unterhalb vom Kraftwerk, das sanieren. Da läuft das Projekt schweizweit und hier im Wallis speziell koordiniert für die ganze Rhone. Das heisst, alle Wasserkraftbetreiber, die so ein Schwalzunk-Problem generieren, haben sich zusammengeschlossen, eine Projektgruppe zusammen mit dem Kanton Wallis. Und da ist man dran, Lösungen zu finden, die man bis 2030 will umsetzen, für den Schwalzunk zu reduzieren. Das heisst, dass das Ganze geglättet wird. Man kann also durchaus miteinander reden und findet Lösungen. Am nationalen Runden Tisch zur Wasserkraft ist das Aufstocken des Mattmarkstau damals Möglichkeit akzeptiert. Für das man dann aber effektiv baut, braucht es noch ein bisschen mehr als nur gute Bedingungen für die Umwelt und ein volkswirtschaftliches Bedürfnis. So ein Aufbau muss sich für die Betreiber lohnen, sagt der Kraftwerksleiter Philipp Rufiner. Ja, also das Ziel ist, wie gesagt, ist die Verlagerung von der Produktion vom Sommer in den Winter, weil wir haben im Sommer eher ein Überangebot, wir haben sehr viel Wasser im Sommer und das Ziel ist eigentlich, möglichst viel Wasser zu speichern für die Winterproduktion. Und von dem her ist das für den Betreiber auch interessant, da ja grundsätzlich die Preise meistens zumindest im Winter höher sind als im Sommer. Oder? Und weil vielleicht der Bundesrat kommt und sagt, und die, die noch ein bisschen mehr Wasser im See haben im Winter, die subventionieren wir? Ja, wenn natürlich da Anreize geschaffen werden, ist, hat der Betreiber noch mehr Interesse, da zu investieren. Oder? Schlussendlich geht es darum, dass man die Erhöhung des Staudamms irgendwie amortisieren kann. Wir sind eine Aktiengesellschaft, die müssen rentieren. Also wir müssen die Möglichkeit haben, bis zum Ende von der Nutzung der Konzession das irgendwie wirtschaftlich zu nutzen. Ja. Oder anders, je früher die Konzession ausläuft, desto weniger ist der Betreiber daran interessiert, zu investieren. Dürfen Sie ganz konkret sagen, was es würde kosten, wenn man hier den Staudamm höher macht?
Also momentan sind wir noch in der Vorprojektphase. Also die technische Machbarkeit und die genauen Kosten sind nicht bestimmt. Es geht nur an Verschätzungen. Und Verschätzungen haben wir von uns, dass es rund 75 Millionen wird kosten, die Erhöhung um 10 Meter. Weil es natürlich nicht nur der Damm allein, wir müssen natürlich die Zuläufbauwerke, die Wasserfassungen, die Grundablass, Mittelablass, Drossenklapp und so weiter, die ganzen Installationen ringsherum müssen wir natürlich auch überprüfen und eventuell Anpassungen machen. Das ist also nicht so einfach. Und ihr seht hier die Zufahrtsstraße, Restaurant, alles müsste man verschieben bei einer so einer Staudammerhöhung. Also es überlegt man sich dreimal, ob man das überhaupt will, nicht nur aus ökologischen Gründen. Es ist ein aufwendiger Prozess, einerseits von der Planung, auf der anderen Seite natürlich auch die ganzen Bewilligungsverfahren. So sind hohe Risiken natürlich im Spiel für den Betreiber, für die Eigentümer. Und die Risiken will man natürlich nur eingehen, wenn man nachher sicher ist, dass man damit Geld verdienen kann. Die Gemeinde Saas-Almagell, so kommt man den Eindruck über, würde wahrscheinlich keinen Stein in den Weg legen. Zumindest, wenn man hört, wie der Gemeinderat Fabian Zurbriggen vom Kraftwerk schwärmt. Ja, ihr müsst natürlich sehen, dass wir damals nach dem Bau des Kraftwerks Mattmark sind 12 Hotels auf Almagell gekommen, sind 12 Restaurants entstanden. Wir sind bis zu den 50er Jahren sind Ischilid arm gewesen und das Kraftwerk hat uns natürlich Wohlstand gebracht, hat uns Wirtschaft gebracht. Ohne das Kraftwerk wären wir heute nicht da, wo wir wollen sein und Sicherheit gebracht. Und wir haben heute fast 1,3 Millionen Logiernächte und das kommt euch dadurch, dass wir wirklich ein super Wandernetz haben, dass wir hier zusammen arbeiten und das ist natürlich fantastisch. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut? Höherer Staudamm, mehr Wasser da, Wasser wird gebraucht für Wasserkraft. Fehlt das dann nicht? Nein, gerade auch wenn ich jetzt an die Zukunft denke und man eben weiss, ja, die Gletscher schmelzen. Ja, so wie jetzt ja die Gletscher schmelzen, ist natürlich nicht schön. Aber es gibt immer wieder andere Jahre auch noch. Wie jetzt den letzten Winter haben wir bei schon wenig Niederschläge gehabt. Ja, ob man das jetzt auch wirklich auf den Klimawandel zurückführen kann, bin ich ein bisschen skeptisch. Ich sage immer, wenn ihr hier seht, die Waldgrenze steigt von Jahr zu Jahr. Ich habe ein Foto daheim, auf allem gelb ist vorgestellt, da ist nicht ein Baum drin gestanden und heute ist alles voller Wald. Aber weil es wärmer wird. Weil es wärmer wird, aber wir haben momentan sicher noch genug Wasser. Und unter Hegung von einer so einer Mühre, das müssen wir alles am runden Tisch besprechen. Das kann man nicht einfach hier heute beschließen. Das sind Fragen, wo jedem dahinterstehen muss. Bevölkerung, weil wir leben ja hier und da kann man nicht einfach etwas machen. Aber ich sage, wie ich vorher schon gesagt habe, der Mattmark hat bis heute nur positive Sachen gebracht und das ist hier ein wichtiger Punkt. Ich frage jetzt gleich nochmal nach, mit Blick in die Zukunft, fehlt Wasser denn für andere Sachen? Eben, ich denke, Winterbetrieb, Schneekanonen, Landwirtschaft etc. Ja, also in Zukunft wird hier sicher der Zufluss zurückgehen, wenn mal die grossen Gletscher abgeschmolzen sind. Also die Gefahr ist und darum ist eigentlich ein grosser Speicher noch wichtiger, damit man auch, wenn halt lange trockene Phasen sind, so wie jetzt, dass man immer noch Wasser hat. Im Moment nutzen wir das, wie gesagt, für Energieproduktion, für Tourismus und für die Landwirtschaft. Aber in Zukunft können dann andere Nutzungen dazukommen, wie zum Beispiel das Reichwasser. Oder? Das wird sicher mit den Jahren immer ein grösseres Thema, dass halt das Reichwasser knapp wird in Regionen wie im Wallis. Oder? Da sehen wir erste Auswirkungen schon dieses Jahr. Es gibt schon Gemeinden, die müssen den Reichwasserkonsum reduzieren. Oder? Also das heisst, es wäre mitunter vielleicht auch für den Umweltverband durchaus ein Grund zu sagen, ja, ist eigentlich okay, wenn man es ein bisschen höher mischt, Trinkwasser, auch ein Thema auf die andere Seite. Es gibt Konflikte ums Wasser heute schon. Vor allem dieses Jahr zum Beispiel im Mittelland sieht man das ganz deutlich. Seen haben einen Rekordtiefstand, die Flüsse sind am Trockenfallen, das Wasser ist viel zu arm, Fische sterben, man muss abfischen. Und ja, mit dem Klimawandel wird es gewisse Regionen geben, wo sich dieses Problem noch deutlich verschärfen wird. Die Energiewende, Klimakrise und Biodiversitätskrise, das sind große Herausforderungen, die können wir nur gemeinsam meistern, wenn wir gemeinsam ansitzen und schauen, was sind die Ziele, die Bedürfnisse, die es gilt zu erfüllen und wir gemeinsam Lösungen finden, wie man sichere Energieversorgung gestalten kann, die aber klimafreundlich und umweltverträglich ist.
Nur zusammen geht es. Und es braucht dringend eine klare und verlässliche Strategie, auch von Seiten der Politik. Das höre ich von allen drei Fachleuten an diesem Nachmittag. Und die Zeit drängt. Auch für uns. Hopp, und jetzt fährt das Postauto. Energy Voices, das ist die Podcast-Serie von der AXPO. Wir freuen uns auf Ihr Feedback via Mail auf podcast@axpo.com oder über Twitter unter dem Hashtag Energy Voices. In der nächsten Folge geht es um moderne Sklaverei. Karin Frey redet mit Tim Nelson von Hope for Justice über die Menschen, die unter prekären Umständen arbeiten und unseren Energieluxus möglich machen. Uns freut es, wenn Sie auch dann dabei sind.